Ich habe auch geschaut. Du hast gesagt, die Ampel geht aus und sie ging aus und erstmal fuhr gar keiner los. Also war oder es gab so viele durchdrehende Räder, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es war eine ganz kuriose Stauphase, von der profitiert hat. Nicht so, wenn der Bericht auf der ja, das können wir hier auch nochmal sagen. Auch hier gibt es dieses neue Grand Prix. Der Nico ist 10. Ja.
Euch das 11, euch das 12. So. 12 ist Dominik. Beim zweiten Lauf hat er das schwarz-weiß-gelbe Tuch als erster gesehen, wurde dort abgewinkt, gab es halbe Punkte. Er landet auch in der Tabelle neben Oyola und die gesamte Ligue. Und er, der Spanier, alle 16 Teilnehmer haben. Momentan bis an vielleicht noch
dann sicherlich ein Tor. Rems und Peter Funin ist das im Auto mit der Startnummer 80. Der ist auch den Vorteil genutzt, dass der Tscheche aber noch nicht ganz konnte. Ja, aber nochmal nach dem Start, also da hat man schon eine ganze Menge gesagt. Und da sehen wir auch, warum Michael Rossi da zurückgefallen ist und letztendlich der Polesetter diesen riesen Vorteil hatte, weil der doch hinten ein bisschen berührt wurde und sich dann querstellte und dadurch den ganzen Rest des Feldes aufgehalten hat. Genau. Und das war wieder das Glück des Herrn Gabor Weber. Ja. Nämlich durch. Und jetzt geht es ab und wir werden sehen, wer als Erster... Und der Polesetter hat einen guten Start. Das rote Zengo-Auto von Gabor Weber setzt sich direkt an die Spitze und macht es ganz geschickt. Und ist hier in die dritte Position mit der Startnummer 16 nach vorne gefahren. Komplettiert hier die zweite Runde im Auto mit der Startnummer 16 hier in der hervorragenden dritten Position. Da hat er das alles sehr, sehr gut gemacht. Hier das Start-Tourbillon ein bisschen ausgenutzt. Und heute ist der Spanier in der Leistungsdichte, da haben wir ja im Moment 2, 4, 6, 7, 8 Autos ganz dicht beisammen. Also das ist der zweite Spanier hier im Starterfeld, der nach vorne gekommen ist von der insgesamt 15. Startposition. Wir haben einen neuen Spitzenreiter und der trägt die Startnummer.